Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcane Vale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Arcane Vale. Ja, beim letzten Mal haben wir die Goblin-Armee erledigt, beziehungsweise die Kobold-Armee, haben Schwefel abgebaut, Bomben gefunden. Also wir haben letztes Mal richtig viel entdeckt. Und ja, hier nach der Folge bin ich nochmal zur Farm zurückgegangen und habe die mal abgeerntet und auch schon neu angepflanzt. Und ich habe auch schon mein Inventar mal geleert. Ja, ihr könnt ja sehen, dass ich hier alles nochmal neu angepflanzt habe. Ich gucke, dass ich ab sofort so am Ende der Folge zumindest mal vorbeischaue, was alles so fertig ist. Dass ich immer so gegen Anfang und Ende der Folge immer hier so das Beet hier im Auge behalte. Weil das Zeug kann verderben. Des Weiteren, ich habe jetzt eine größere Kiste hier für meine Küche. Und da habe ich auch schon von allem mal so ein Pack reingelegt, so gut ich es konnte. Auch diese Pilze, die ich letztes Mal eingesammelt habe, habe ich hier reingetan. Falls ich es mal brauche für irgendein Gericht, habe ich es dann auf jeden Fall vorhanden. Und ja, ansonsten habe ich jetzt auch halt richtig, richtig viele Bomben dabei. Zumindest so viele, wie ich herstellen konnte. Ja, und was ist unser heutiger Plan? Wir wollen Questen abgeben erstmal. Wir können eine direkt hier beim Dorf abgeben. Das hatte ich schon gesehen, als ich hier mein ganzes Zeug verkauft habe, etc. So, hier, der Kommandant würde gern mit uns reden. Aber könntest du dich vielleicht irgendwo hinstellen, wo man dich auch sieht? Hast du die explosiven Fässer in den Koboldminen schon zerstört? Ich habe da einen Ring und irgendwas anderes bekommen. Ich habe ihre Ausrüstung zerstört. Du bist wahrlich ein Held an diesem Tag. Retter der Bastion. Du hast nicht nur mich vor dem Fass sich und Tod gerettet, sondern auch die Zitadelle vor einem drohenden Angriff bewahrt. Ich verspreche dir, dass diese Tat nicht in Vergessenheit geraten wird. Aber die Nachricht von dem möglichen Angriff darf sich nicht verbreiten. Wir wollen nicht, dass sich die Leute jetzt schon Sorgen über Kobolde und Sprengstoff machen. Es ist das Beste, wenn wir das für uns behalten. Es gibt keine Belohnung, die ich dir geben könnte, die dem, was du heute für uns alle getan hast, würdig wäre. Aber bitte nimm dieses Schwert und diesen Ring als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ah, neuer Gegenstand, ein neues Schwert. Ist das besser als mein jetziges? Gucken. Angriffstempo 1, kritische Chance 3, für Angriffsschaden 14. Es ist minimal besser. Und es sieht cooler aus. So. Wir haben, wie gesagt, mehrere Questen zum Abgeben. Zum Beispiel hier eine Saatgut-Quest. Hier, die verschwundene Prinzessin. Das müssen wir noch abgeben. Dafür müsste ich einmal kurz zur Zitadelle hoch. So, dem König müssen wir nämlich noch berichten, was mit seiner Tochter ist. Ich habe Hamas Befehle und 1000 Gold erhalten. Du stehst in einem Bord. Prinzessin Bernadette ist sicher nach Hause zurückgekehrt. Alles dank dir, sagte sie mir. Die Koboldplage ist ein Problem für einen anderen Tag. Zumindest hast du ihnen jetzt eine Lektion erteilt, die sie nicht so schnell vergessen werden. Du sollst nur wissen, dass deine Taten zur Kenntnis genommen wurden und ich dich wie versprochen reichlich belohnen werde. Da Bernadette nun zurückgekehrt ist, werde ich Mut anweisen, den Verkauf von Zeppelin-Tickets wieder aufzunehmen. Es steht dir frei, in die Wüste und wieder zurückzureisen. Du hast dich als würdig erwiesen. Ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Einer meiner königlichen Gefährten, Feldsarbeiter Hamann, steht an der Frontlinie eines Ork-Angriffs. Ich möchte, dass du ihm einige Befehle überbringst. Er lagert derzeit tief im feindlichen Gebiet im Süden der Wüste. Suche Kommandant Hamann auf und bringt diese Befehle, der König verlangt es. Okay, wir können jetzt die Zeppelin-Tickets kaufen und damit in die Wüste reisen, aber ich würde gerne erstmal den Kartenbereich unten noch zu Ende erkunden. Also klar, ich kaufe mir auf jeden Fall mal das Ticket schon mal. Alter, ist das teuer. Aber jetzt kann ich den Zeppelin nutzen. Und jetzt erstmal das, was ich überhaupt meinte. Guckt mal. Also ja, da unten war die Mine. Aber hier ist noch ein richtig großes Gebiet, was wir erkunden können. Und zwar die Sümpfe. Und die würde ich zuerst erkunden, bevor wir Richtung Wüste aufbrechen.
Also ja. Ich nehme da mal ein Portal und wir sehen uns da unten dann wieder. So, Leute, da sind wir dann auch schon wieder hier unten in der Wildnis. Wir werden gleich hier unten mal auf der linken Seite uns unten umschauen. Ich ignoriere jetzt mal extra, was hier rumfleucht. Aber wir müssen die Sümpfe ja auch erkunden. Zum Beispiel, was sind das für komische Schnecken? Eine Dschungelschnecke. Eine Schneckenlunge und Schneckenschleim habe ich bekommen. Stimmt ja, für die Hexe muss ich ja auch noch von diesen Schnecken was sammeln. Jetzt darf ich mir erstmal durchkloppen. Ach, hier sind auch wieder diese doofen Hexen. Diese Composagnatusse. Boah, warum muss ich mich hier auch nochmal durchkloppen? Mann, immer steht hier irgendwas im Weg. Alter. Worte? Nattentäter! Alter, da wurde jemand ja richtig zerlegt. Ich habe Worte besiegt. Aber wer wurde da auseinandergenommen? Ein Eisenwurfmesser und Wortes Handtuch habe ich bekommen. Ich glaube, das ist der Ehemann, der vermisst wird. Ach, apropos Ring, ich habe mir den anderen Ring schon angeguckt. Der gibt Gesundheit und Ausweichchance. Ja, die Ehefrau, die wird nicht sonderlich glücklich sein. Alter, wie sehr wurde der denn massakriert? Ich habe rohe Froschschenkel. Na gut, ich muss noch ein paar von diesen Schneckis umbringen. Ich brauche ja noch, wie viel brauchte ich von denen? Ich meine, ich brauchte den Schleim. Hier, Hexentrank. 3 Schneckenlungen brauche ich. Ja, die Frau, die tut mir jetzt schon leid. Ich kriege hier nur den Schleim. Im Übrigen, wenn wir schon bei solchen Viechern sind. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal erwähnt hatte, weil die Aufnahme ein bisschen länger her ist jetzt. Aber dieses Auge, das ist tatsächlich offenbar ultra verbuggt. Also auch in den Foren, die ich gefunden habe. Bei keinem scheint dieses Vieh, wenn es einmal übers Meer geflogen ist, wieder zurückzukommen. Der Entwickler hat da zwar den einen oder anderen Tipp gegeben, wie man an das Auge rankäme, aber es kommt einfach nicht zurück. Ich habe schon diese Tipps, die angeblich helfen sollen, schon versucht, aber vergebens. Warum muss ich mich hier wieder mit Wespen prügeln? Ich finde das überhaupt nicht cursed, dass da ein Kürbis mitten im Wasser war und ich jetzt nicht daran komme, ne? Das Sumpfgebiet steckt voller Gefahren. Warum sind die eigentlich so aggressiv? In echt sind Libellen noch gar nicht aggressiv. Zumindest die meisten nicht. Also damit eine Libelle einsticht, muss man wirklich sehr schlimme Sachen tun. Ich kriege die Lunge einfach nicht. Da ist auch schon wieder irgendein komisches Gebiet. Wieder eine Muschel. Muss man sagen, die Schnecken sind echt angenehm zu bekämpfen. Ich wusste, dass da noch eine Schnecke ist. Ich hoffe, ich brauche diesen Schleim für irgendwas. Ach, guck mal, neues Portal. Wow, bin ich schon weit in die Sümpfe vorgedrungen. Ja, Level up nach der 10.000. Schnecke. Und ich habe endlich auch mal eine weitere Lunge bekommen. Wisst ihr was, Leute? Ich weise jetzt erstmal zurück und gebe erstmal den Ehering ab. Ma'am. Ich glaube, sie weiß schon, was ich ihr überbringen will.
Es tut mir leid. Der Ring meines Mannes. Das heißt also, ich hätte in dem Moment, als dieser Idiot das Haus verließ, wissen müssen, dass er es nicht lebend zurückschaffen würde. Er war noch nie ein großer Kämpfer. Danke, dass du mir diesen Ring zurückgebracht hast. Ich weiß, das war bestimmt nicht einfach. Bitte nimm dies für deine Mühe. Das ist der alte Helm meines Mannes. Gesagt, er hätte ihn von seinem Vater vererbt bekommen. Bitte nimm ihn. Ich werde ihn sicher nicht mehr brauchen. Es tut mir leid, Miriam, dass ich ihn nicht retten konnte. Es tut mir so leid. Wo ist jetzt dieser Helm? 11, 10, 1, 4, 5. Nee, meiner bleibt besser. Ach ja, das war ja auch eine Nebenquest, den Typen generell umzubringen, ne? Ach, und hier seht ihr es jetzt übrigens. 5 Gesundheit und 1% Auswahlchance. Also nichts sonderlich Gutes. Jetzt muss ich, glaube ich, auf dem schwarzen Brett abgeben. Ne, hier. Was willst du? Ich bin gekommen, um das Kopfgeld für den geächteten Wortel einzufordern. Du hast es tatsächlich geschafft, diesen lästigen Verbrecher zu töten? Ich bin beeindruckt. Ich bin sicher, ich spreche sowohl für mich als auch für den König, wenn ich dir für deinen Dienst danke. Oh, wieder eine Quest abgeschlossen, ne? Zurück in den Sumpf. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade um den Mann und natürlich um die Ehefrau, die jetzt Witwe ist. Aber das ist ein Schicksal, das wir nicht ändern können. An manchen Stellen ist dieses Spiel wirklich traurig. Aber das finde ich so faszinierend an diesem Spiel. Es ist eigentlich so simpel gemacht und es ist trotzdem so irre gut. So, hier wohnt ein Einsiedler. Hallo, bist du freundlich gesinnt? Alabaster ist der. Warte mal, wir sprechen am Tag mit ihm. Was zum Teufel machst du hier draußen in meinem Sumpf? Madison sagt, du könntest mir mit einer Karte helfen. Genau wie ich dachte. Du willst etwas. Niemand kommt hierher, wenn er nicht etwas will. Verschwinde von hier, bevor dir etwas zustößt. Ich bin bereit, dafür zu bezahlen. Dafür bezahlen, sagst du? Wozu brauche ich Geld? Deine Augen weiten sich und er sieht dich direkt an. Ich habe jedoch ein Problem, das man mit Geld nicht lösen kann. Vielleicht kann ein starker, junger Krieger, wie du es bist, vielleicht lösen. Und was könnte das sein? Keine Sorge, es ist nicht viel. Ich kümmere mich nur um einen Nachbarn von mir. Ich und er sind in einigen Dingen nicht ganz einer Meinung. Er macht meine Versuche, eine Farm zu bauen, zunichte und frisst fast alles, was hier wächst. Ich würde es sehr begrüßen, wenn du ihn vertreiben würdest, dauerhaft. Und wenn du es für mich tun könntest, würde ich es in Betracht ziehen, mir deine alte Karte anzuschauen. Zieh mir mehr über deinen Nachbarn, wahrscheinlich eine riesige Schnecke oder irgendwas in der Art. Ich gebe dir einen Hinweis. Er ist groß und grün und hat nur ein Auge. Weißt du schon, was ich meine? Ein Ogre? Bingo! Ja, ein Ogre. Ein riesiger noch dazu. Der letzte Überlebende, soweit ich das beurteilen kann. Wie ich schon sagte, er hat mir das Leben hier draußen zur Hölle gemacht. Das ist nicht der Grund, warum ich die Stadt verlassen habe. Ich möchte, dass du mir sein Auge als Beweis dafür bringst, dass du ihn vertrieben hast. Glaubst du, dass du das hinkriegst? Na klar. Oh, das werden wir sehen. Als erstes brauchst du einen Schlüssel, um das Tor zu öffnen, das tiefer in die Sümpfe führt. Ich habe dieses Tor als letzten Ausweg gebaut, um unerwünschte Gäste fernzuhalten. Ich habe den einzigen Schlüssel in der Nähe der Eiche hinter meinem Haus vergraben. Wenn du ihn ausgräbst, solltest du das Tor aufschließen und in die Sümpfe gehen können. Beeil dich, je schneller du in die Sümpfe von dieser Bestie befreit sind, desto besser. Dann werde ich mir deine Karte ansehen. Okay, hinter der die Eiche hinter seinem Haus. Müsste hier sein, oder? Da, Sumpfschlüssel. Ist hier sonst noch irgendwas? Da ist ein Erz. Na gut, brauche ich jetzt gerade nicht. Wenn ich Erze will, gehe ich in die Mine. Wir befreien dich von deinen Nachbarn und von deinen Schneckennachbarn. Von denen hätte ich dich so oder so befreit. An dem riesigen Ogre kann ich dann auch die Wurfmesser da testen. Und ich habe meine Aufgabe erfüllt. Jetzt kann ich die Schneckis in Ruhe lassen.
Hallo, Herr Ogre, sind Sie irgendwo? Ein freundlich gesinnter von dem Fischmenschenvolk? Was willst du, Mensch? Töte mich einfach und bring es hinter dich. Oder? Was willst du von mir? Das ist gleich ein Kalt, ne? Und kein Nothot und Leid. Wer bist du? Ich bin Gelb. Der letzte Knoll in diesen Landen. Vielleicht sogar in der Welt. Deine Art hat jeden einzelnen von uns getötet. Außer mir. Ich bin der letzte Knoll, der noch übrig ist. Deine Leute wurden getötet? Ja, du hast recht gehört. Gefangen und getötet von einem menschlichen Dämon, umgeben von grünem Rauch. Wir versuchten zu kämpfen, aber der grüne Rauch vergiftete die Luft um ihn herum. Wir konnten nur noch versuchen zu fliehen. Der Dämon schlug uns nieder und nahm uns gefangen. Was wirst du jetzt tun? Dieser Job ist mein Zuhause. Ich werde nicht weggehen. Ich bleibe hier, bis ich sterbe. Und das scheint nicht mehr allzu lange zu sein. Wenn du nicht hier bist, um mich zu töten, warum bist du dann hier? Ich kann nicht dir helfen. Wie willst du mir helfen? Ich habe keine Familie mehr. Nicht so viel, es ist Leben dort. Das Einzige, was ich mir auf dieser Welt wünsche, ist der Tod des grünen Rauchdämons. Ich kann mit diesem Dämon umgehen. Willst du allen deine eigenen Leute für die Ehre der Gnolle töten? Ich werde es glauben, wenn ich es sehe. Dieser Dämon vergiftet die Luft um ihn herum. So einfach kann man nicht bekämpfen. Wo kann ich ihn finden? Ich also ernst mit diesem Dämon für die Ehre der Gnomen zu vernichten. Ich bin sicher, dass er irgendwo in diesem Sumpfen Haus mit ein bisschen Geduld, sodass sie finden kann. Ich habe die Schreie derer gehört, die in den Osten von hier gebracht wurden. Ich würde die Suche dort beginnen. Da ist schon wieder irgendwas, wo ich mich durchkloppen muss. Ich beobachte erstmal meine Umgebung hier. Beetschwein, das mich nicht mag. Ah, da ist der Ogre. Alter, du hast doch mehr als ein Auge. Mist. Wir haben seinen Nachbarn gefunden. Warte mal. Oh, die Wurfmeister sind ja richtig gut. Ich habe einen Huhn getroffen. Und den muss ich mir mehr herstellen. Kann man hier richtig reindreschen. Wir haben den Sumpflord besiegt. Ist hier sonst irgendwas? Nur wieder ein verbackter Pilz. Und Erze. Natürlich nie die Erze vergessen. Wahaha. Wir haben sein Problem gelöst, ne? War's auch schon. Ich würde trotzdem sagen, dass wir die Quest beim nächsten Mal erst abgeben. Lass dich doch endlich treffen. So, ich habe Wildschweinhauer bekommen. 31. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Wildschwein so viele Hauer hat. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Ich werde jetzt hier noch die Erze abfarben. Das, was da an den beiden Stängeln da hängt. Einmal kaputt schlagen. Den Weg unterhalb von dem Fischtypen freischalten. Und dann werden wir unten beim nächsten Mal dem Typen das Auge bringen. Und er wird die Karte endlich für uns entschlüsseln. Jedenfalls, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!